Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir sind hier in Loch Moen und haben die netten Herren aus Flotsam wieder getroffen, die uns den wundersamen Trank zum Probieren gegeben haben, der das Pappmaul verursacht. Naja. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptwirkung des Trankes war. Ich auch nicht. Also, wo geht's hier hin? Jedenfalls suchen wir jetzt diese beiden Herren. Das sind sie nicht. Sterb. Afflich. Wie, was ist denn das? Eine Bruxa. Ich bin nur schon froh, wenn es nicht wieder so ekelhafte Papiere gibt. Nachheilender Kristall. Ach, können wir gar nicht benutzen. Ich glaube, hier mussten wir auch nicht hin. Stimmt wohl. Zumindest sagt der Quest-Indikator was anderes. So sehen wir nicht. Du triffst auf jeden Fall mit Schaden. Das leuchtet mir. Aber es macht auch Schaden. Dann sollten wir vielleicht einfach mal dran zaubern. Und kurz speichern. Die macht bestimmt dann unten auf. Ja. Ja, jetzt sind wir hier gefangen. Wie? Genau hier wieder raus. So, ich hab's jetzt eben probiert. Also wie machen wir das denn? In der Truhe ist nichts Gescheites. Warum leuchten die jetzt nicht mehr? Huch. Man muss das andere Schwert auch benutzen, steht im Kampflog. Nicht das Silberschwert. Nee, da stand, das Silberschwert ist nicht effektiv gegen Menschen. Ich glaube, wir sterben, wenn du das jetzt machst. Wir haben es doch eben zum Leuchten gebracht. Kommen wir später noch mal drauf zurück. Also jetzt nehmen wir aber noch mal eine Schwalbe. Wegen den ganzen Kämpfen, die uns erwarten. Vielleicht auch eine Katze. So dunkel ist es hier. Ja, noch nicht, aber es wird ja nicht heller, wenn man tiefer in die Erde geht, oder? Na, warten wir ab. Bis es wirklich dunkel ist. Wir sind durchgebrochen, am richtigen Ort. Ruhe. Achtung, er hat Wannemar getötet. Und zahlreiche andere Magier. Ich weiß, wer das ist, Cynthia. In derselben Stadt wie Philippa. Und du hast noch nicht mal deinen Namen geändert. Da braucht man schon Eier. Philippa spielt keine Rolle mehr. Sie wurde verhaftet. Und ich hätte sterben sollen. Doch das tat ich nicht. Schwerer Fehler. Ich schlage dir einen Handel vor. Wo ist Triss? Du verstehst nicht. Du hast Triss in einen kalten Stein verwandelt. Mir will gerade nicht einfallen, warum ich dich nicht in eine kalte Leiche verwandeln sollte. Sie ist gesund und munter. Wir haben sie erfolgreich dekomprimiert. Es gab keine Komplikationen. Und das Verhör nach der Dekompression? Denn ihr habt sie verhört. Ich habe das Verhör persönlich geleitet. Wir haben ihr die Werkzeuge gezeigt, ihr ein paar blaue Flecke verpasst und schon hat sie geredet. Hm.
Cynthia, sag ihm, er soll still sein. Sonst bringe ich ihn um. Ruhe, Adalbert. Das ist ein Befehl. Hexer, hilf mir, meine Mission zu erfüllen. Hilf mir, Dea Hennas Labor zu öffnen. Was gibst du mir dafür? Ich habe die Geheimdienstberichte gelesen. Ich kenne deine Vergangenheit. Es stehen Dinge darin, wichtige Dinge, an die du dich nicht erinnerst. Ich könnte dich zum Reden zwingen. Das glaube ich nicht. Willst du mich foltern? Wir wissen beide, dass du das nicht könntest. Wir hätten uns anhören sollen, was sie da vorzuschlagen hatte. Das hat sie ja gerade vorgeschlagen, ihren Handel. Wir arbeiten nicht mit ihr zusammen. Ja, gut. Ich helfe euch nicht. Ich verschwinde von hier. Solltet ihr mir je wieder begegnen, rate ich euch zu fliehen. Ach, dann geh doch. Nichts da. Schillert hat ihn zum Tode verurteilt. Und tot sollte er sein. Wannemer hat versagt. Das darf uns nicht passieren. Lang lebe der Kaiser! Ich dachte schon, es geht mir ohne Blut zu gießen. Oh, Milo. Ja, aber wie viele auch auf einmal? Ja, ich sehe doppelt. Sechsmal. Oh Gott. Und unsere Instant-Tötung? War zumindest schon mal fast gut. Kam aber ein bisschen spät. Aber damit machen wir das. Ja, weil du natürlich auch hier immer Konfrontation, immer alles töten. Kann man nicht mal 5 Grade sein lassen und sagen, ja, war kacke, dass du Driss verwandelt hast. Und gefoltert. Und gefoltert. Aber wir können uns doch weiterentwickeln. Aber ihr könnt... Ausweichen, schlagen, ausweichen. Wir kriegen trotzdem als Treffer. Wäre interessant, wenn man so Arme abtrennen könnte. Ja. Also wie bei Rennspielen nur so ein Schadensmodell halt an den Leuten. Ja, man braucht doch nicht viele Knochen, um das wirklich zu regulieren. Nicht 216, sondern... Ja, du musst halt, weiß ich nicht, machst du Ellbogen oder Knie zum Abbrennen von... Ja, für Gliedmaßen brauchst du 2. Ja. Kannst du... Und mal vielleicht noch die Hand, aber... Im Prinzip... Kann das ja so schwer nicht sein. Es gibt ja so Dinger sogar. Gab es ja in GTA 3 schon. Damals im Jahr 2001. Komischerweise konnte man im Teil danach den Leuten keine Knickmaßen mehr abschießen. Ja. Nur den Kopf. Ja. Interessant. Wie du immer so viel redest, wenn Kämpfe sind. Ja, sonst redest du nie. Ja, ich rede, wenn mir danach ist. Ja. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Kämpfen in meiner Redefreiheit einschränken. Also, Bombe bräuchten wir. Was denn mit ihr, wenn man die Knie auf die wirkt, ist das? Wie? Also ich verwende unsere Energie gerade für Schilde. Ja, das habe ich gesehen. War mehr so ein Gedankenspiel. Ob das irgendwie sinnvoll sein könnte. Fragt sich, welcher der echte Adalbert ist. Haben wir
vielleicht noch so Menschengift. Nein. Wir sind jetzt schon vom Kampf. Heilen die sich? Das ist ja nicht allzu schnell. Die beiden wissen überhaupt nicht, was los ist. Aber wir können sie auseinanderziehen. Zumindest können die sich auch teleportieren. Ich würde einfach den ersten würde ich hier mit dem Instant-Tötungsding machen. Nein, würde ich einfach versuchen, möglichst schnell da drauf zu holzen. Scheint so. Ja, die Instant-Tötung. Ja, die ich gefühlt habe. Und die Instant-Tötung, sondern diese vernünftige. Hättest du mal das nochmal gemacht, hätten jetzt 5% Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wir haben ja hier diese sichere Instant-Tötung. Ja, die muss ich aber immer erst mit 1000 Schlägen aufladen. Jetzt läuft das hier schon deutlich angenehmer. Ihn haben wir da reingedrängt, wo er wieder rausläuft. Ja. Ich war das jetzt ein bisschen zu aggressiv wieder. Ah, so ein bisschen da. Auf seinen letzten Atem. Er hat ja nochmal alles gegeben. Ja. So, wir warten jetzt ein bisschen. 20 Sekunden. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Ja. Wir heilen uns auch voll langsam. Trotz der Schwalbe. Ja, unsere Energie ist gering. So. So, jetzt noch ein bisschen warten, bis wir Energie haben. Wie nett das sind hier. Oh Gott. Verbrannt. Elendig. Also, dass jetzt hier nochmal so ein knackiger Kampf ist, ist natürlich... Es ist so eng. Und wir haben ein bisschen zu aggressiv gespielt als... Ah, und diesmal haben wir nicht den Vorteil der 2 Instant-Tötung. Ja, vielleicht doch. Wir müssen einfach nur nah sein. Ich glaube, die zweite war tatsächlich die von dem Schwert. Also das, was wir gespielt hatten im Schwertkampf. Aber wie schwer wäre denn das, wenn wir überhaupt keine Instant-Tötung hätten? Ja, da hätten wir andere Sachen. Zum Beispiel Bomben. Mächtige Zauber. Aha, ja, mal so mächtige Zauber. Ist natürlich knifflig. Soll ich mal überlegen. Die Frage nochmal, haben wir nicht noch so ein Gift gegen Menschen? Könnten wir das drauf machen? Ja, aber... Oder sind wir tatsächlich schon im Kampf? Wenn das hier dann... Geisteröl, Insektoiden, Braunöl, Bluten... Schaden gegen Menschen.
Ich muss hier weg. Ah ja, so dass wir sie hier, also setz dich ja so teleport. So, ist der jetzt auch Werte? Der schadet euch die Zauber der anderen. Ja, ich sehe es nicht richtig. Wenn dann wenig. Er hat ja auch dieses Schild, also vermutlich eher nicht. Du musst nicht hinter uns teleportieren. Huch! Geralt, der alte Nacktmull. Er haut in so einen Gang. Ich nehme an, das ist das, was Nacktmulle macht. Nur. Ja, was machen wir denn sonst? Ja. Ja. Ich weiß nicht, Nacktmulle sind mir einfach ein Rätsel. Kriegen aber kein Krebs. Deswegen können sie der Schlüssel zur Heilung der tödlichsten Krankheit sein. Also ein bisschen mehr Respekt vor Nacktmulle. Wie denn, sie kriegen keinen Krebs? Ja, sie haben keinen Krebs. Ja, wie alt wird denn so ein Nacktmulle, dass man das mit Sicherheit sagen könnte? Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt kein Experte. Kein Nacktmulle-Experte. Ich habe aber da immer so Halbwissen, dass man mal liest. Wie sich damit beschäftigt. Zeitung. Nacktmulle-Geheimnis zum ewigen Leben. Naja, so schon nicht. Ja, das ist interessant. Wenn ich den Nacktmulle dann täglich mit Uran einreiben würde. Aber ich weiß doch nicht, wie weit das geht. Vielleicht kriegen sie dann unglaublich viel weniger. Faszinierend. Und du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ich bin bloß froh, dass wir... Ja, man darf nur nicht fair kämpfen. Ja, man muss betrügen. Nee, ist ja kein Betrug, aber wer fair kämpft, hat schon verloren. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Zauber so... Ja. Ein Oren. Grandios. Ah, das waren vielleicht diese komischen, diese Spiegelbilder. Aha, 350. Ja, reich für die Zauberer sind sie. 10. Oh, ein kleines Kästchen. Wasseressenz. Braucht denn sowas? Ja, haben wir jetzt eigentlich hier noch die Möglichkeit, wirklich Geld auszugeben? Ja, das ist ja eine Stadt hier. Also wir waren schon auf dem Marktplatz, es gibt dort Nebenquests. Die machen wir natürlich auch noch. Ja, wir machen ja gerade eine. Ja, ja, so halb. Ja, ja. So, so nebenbei quasi. Was sagen die beiden denn eigentlich hier zu unserem? Ja, machen wir bald. Wir konnten hier erstmal ein bisschen looten. Wo liegt denn Cynthias Leiche? Hat sie die schon? Ja, ja. Da war eins drin. Eins. Ein Orange oder Orens. Der Fachmann sagt. Das war bestimmt ein Glück, Orane. Nun, Orane. Ich denke, dies ist das endgültige Aus für unsere Expedition. Konntest du sie nicht verschonen? Ohne sie können wir der Henners Schlösser niemals öffnen. Ich weiß, aber mir blieb keine Wahl. Ich kenne Cynthia und ihre Methoden. Sie hätten uns benutzt und dann umgebracht. Was ist mit der Wissenschaft? Die wird sich ihren Weg schon suchen. Naja, wir gehen in der nächsten Folge hier weiter. Denn die Wissenschaft muss fortgeführt werden. Auf jeden Fall. Und der Quest ist auch nicht vorbei. Genau. Ja, wir können ja auch so ein paar Schlüsse öffnen. Ja, das haut hin. Bis zur nächsten Folge.